Ja, keine Angst. Ich bin alleine unterwegs. Aber ihr braucht da keine Angst haben. Beim letzten Mal ist der Tom also nicht im Wald zurückgeblieben. Er hat es geschafft bis nach Hause. Hat auch zwischenzeitlich wieder schön ordentlich gearbeitet. Ja, heute kann er aber leider nicht mit. Denn zum einen muss er auf seine Kinder aufpassen. Und zum anderen, eigentlich noch viel wichtigerem, er muss den Norwegen-Film weitermachen. Ja. Und ich versuche jetzt heute mal ganz gezielt, ohne das schwere Welsgeschirr, heute mal einen Versuch auf Barbe. Ich habe Maden dabei, Futter, Mais, Tauwürmer, Dendrobenerwürmer, also alles, was den Barben vielleicht schmecken könnte. Dann werde ich heute Abend eine Rute mit Madenbündel ausbringen. Ja, und die andere mit dem Tauwurm, mit Futterkörbchen-Montage. Ja, und über Nacht lege ich vielleicht ein Pellet aus, damit nicht die ganzen Kleinfische die Köder abfressen und morgen früh dann der blanke Haken zum Vorschein kommt. Also gut, ich kämpfe mich hier weiter durch den Dschungel und melde mich nachher wieder, wenn ich vor Ort bin. Also, weiter geht's. So, die Ruten sind im Wasser, eine mit Madenbündel und eine mit Tauwurm. Ja, es hat auch schon leicht gezuppelt auf Made hier drüben, aber wenn, dann muss es richtig einschlagen an dem Madenring. Ja, ja, noch was, lieber Tom, ich finde es ja spitze, dass du dich aufopferst und heute nicht mit angeln gehst, nur damit du diesen Norwegen-Film weitermachen kannst, also fantastisch. Ich werde bemüht sein, für dich auch eine Barbe hier auf die Matte zu legen. Mal sehen, ob es klappt. Ja. Apropos Matte, von uns gibt es neue Messmatten. Die Martoms Messmatten oder Mettmassen. Messmatten. Martoms Messmatten, genau. Ja, in einer ganz begrenzten Auflage. Ich habe eine. Tom hat auch eine. Ja. Und wenn ihr auch eine möchtet, schreibt uns einfach. Und jetzt wollen wir sehen, dass wir diese Matte befüllen. Letzt konnte ich schon einen schönen Allan drauf ablegen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, der war noch warm, die Matte. Eigentlich muss da noch am Allan etwas Druckerschwärze hängen geblieben sein. Aber zum Glück war das natürlich nicht der Fall. Ja, ganz warm die Matte und schon mit einem Fisch bestückt. Also es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viel Hoffnung auf weitere Fänge, wenn man im Besitz einer solchen Matte ist.
mal sehen, ob es heute klappt. Ich werde alles dran setzen. Drüben, der Wurm hat auch schon mal kurz gebimmelt. Also mit Wels rechne ich ja hier eher nicht. Zumal das Wasser absolut niedrig ist. Es hat zwar heute mal ganz kurz geregnet, aber das ist sofort wieder verpufft. Ja, ich habe extra hier diesen Platz gewählt, weil es da drüben auf der Seite dann doch etwas tiefer ist. Kleine Tieferin. Und da vermute ich, dass eventuell vielleicht mit etwas Glück die Barben durchziehen oder sich darin aufhalten und vielleicht meinen Köder finden. Ja, so der Plan. Aal kann immer gehen, auf Tauwurm, Marder auch. Ja, und heute Nacht werde ich ein Pellet rauslegen, damit mir das kleine Viech nicht meine Würmer und... Oh, jetzt hat es mal kurz gedonnert. Ja, wie gesagt, Pellet raus und dann ist die Nacht zumindest so weit ruhig. Jetzt hat es hier drüben mal Wurm gezupft, also hier geht's rund. Na gut, also Tom, schneide schön den Film, immer weiter. Ich freue mich schon auf die weiteren Teile. Ich weiß ja, was da noch alles kommt. Ich bin ganz gefreut und seid gespannt. Gut, und gespannt bin ich hier auch. Weiterhin wie ein Flitzebogen, was heute passiert. Die Barbe ist der Wunschfisch. Alles andere ist willkommen. Also, ich werde wieder zuschalten, wenn sich hier irgendetwas Spektakuläres abzeichnet. Der aufmerksame Zuschauer hat sicherlich gemerkt, ich habe den Madenring und den größeren Haken ausgetauscht gegen so einen kleinen Haken mit zwei Maden. Ja, daraufhin ging es ja schon gut los, ein Rotauge, einem Döbel und dem Zielfisch. Ja, was anderes noch, heute ist eigentlich der erste Tag, wo es etwas kühler geworden ist und ich erstmals seit, glaube ich, gefühlten Monaten eine lange Hose anhab. Das ist total ungewohnt hier. Wenn die Beine so komplett bedeckt sind mit Kleidungsstücken. Oh. Da zuppelt schon wieder was. Mag das die größere Barbe sein? Also Luft nach oben ist da schon noch einiges. Oh. Oh ja. Moment, ich schwenk gerade mal um. Da zuppelt was. Oh, 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 oh. Wieder gehen gelassen. So, also es ist verdammt schwierig jetzt hier mit der Beleuchtung, weil es ist absolut dunkel jetzt. Wir haben gerade, wie spät haben wir denn eigentlich? Ich glaube 9 oder so, 9:30. Ja. 20.57 Uhr. Noch keine 9 Uhr. Stock. Oh. Ach. Eben. Ich hatte eben schon so einen richtigen Biss gehabt hier schön. Der Freilauf genommen. Vielleicht kann man da nochmal hinleuchten. Ist noch dran.
Das sind jetzt schon die ersten Aale, die hier rumziehen. Eben hat es einen schönen Döbel gegeben. Schönes Kerlchen. Guten Morgen allerseits. Ja, wie ihr seht, ist es schon wieder hell. Und es gab keinen großen Fisch. Warum? Ja. Weil das einfach normal ist. Die großen Fische springen auch nicht bei uns direkt aus dem Wasser in unsere Arme. Jetzt werde ich mich gleich mal nass regnen lassen und alles zusammenpacken und nach Hause gehen. So ist es. Der Eisvogel war bei mir, den habe ich gesehen, mehrfach. Das ist auch was wert. Also gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.